Uno. Pass. Tres. Los! Komm, Doc, ich glaube an dich, du schaffst das. Ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Block setze, fällt das Ding zusammen. Glaube ich nicht, du bist 1, 2, 3, 4, 5, du müsstest 7 Stück aushalten. Echt? Ich gehe stark von 7 aus, wenn sogar nicht 8. Beim letzten, also ich weiß, nee, eigentlich sind es 4. Was du machen kannst, stell dich auf den letzten und versuch drüben, von drüben weiterzubauen. Dann müsstest du die Stabilität von drüben haben. Hä? So weit bist du weg? Ah, ne, jetzt geht's noch. Jetzt geht's. So. Die komische Bauweise. Aber gut. Wer klopft spät nachts an die Türe da unten? Hallo? Hallo? Kommen Sie raus, bitte? Kommen Sie bitte da raus? Besser im Fluchtweg immer. Ich weiß ja nicht, wo die jetzt hier was kaputt machen. Ach, da kommt erst. Der ist meinem Stein gefolgt, das, dem Geräusch vom Stein. Echt? Mach nochmal, dann kann ich den erschießen. Ja, hier, guck mal. Ich habe den Stein gesehen. Warum kommt der jetzt? Warum kommt der jetzt nicht mehr? Ich habe ihn angeschossen. Das juckt ihn nicht. Du hast einen Stein abbekommen, das juckt dich nicht. Probieren wir mal so. Das geht. Okay, ist tot. Okay, der Wurf war nicht so weit und falscher Winkel. Aber es ist ansehnlich. Es war hell. Für kurze Zeit. Kommt er wieder hoch. Okay. Okay, in dem Raum ist einfach mal nichts. Wirklich nichts. Nur ein leeres Bettgestell. Das leere Bettgestell. Boah, ich glaube, ich muss meine Maus wieder ein bisschen runterstellen. Da, doch, hier ist ein kleiner Stein. Ja, aber auch den von mir. Genau. Der ist legendär. Bist du schon am Aufnehmen? Ich nehme den Bau. Okay. Dann kann ich ja schon mal anmodden. Schon mal anfixen. Genau. Moin, moin, Tag. Servus und Grüezi, meine lieben Nemos. Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Los Pros. Heute wieder in der Version Dos Pros. Mit ein bisschen Spaß hier und Amigos unten, die mit uns spielen wollen. Wieder, Spaß mit Zombies. Genau, Spaß mit Untoten. Wieder mit dabei ist DAG. DAG? Hallo? Ja, ich höre. Ach, da hinten sind Zombies. Bei dir irgendwo. Ah, sehr gut. Du machst das schon. Hallo. Hallo nochmal. Hatte mich erschreckt. DAG. Is it gay? Boah, ich hab hier nichts zu looten. Achso, mir fällt doch. Oh, mir fällt doch gerade eine Sache auf, ihr Lieben. Ich muss mal das hier machen. Ist ein bisschen duster. Jetzt seht ihr wieder. Hä, so dunkel ist er gar nicht. Bei doch, ich hab auf meinem Aufnahmebildschirm gesehen. Du hast ja, glaube ich, ein bisschen höher gedreht. Achso, ja stimmt, ihr habt ja die Gate-Tür gemacht.
war's. Hier oben war echt nichts, Alter. Ich bin direkt hier runter und ansonsten hatte ich hier Besuch von der Holden. Ja. Ah. Nichts drin. Super. Das war mal wieder nichts. Eine Kühlbox, die hattest du schon. Dein Ernst, dass du jetzt kaputt gemacht hast? Warum? Das frage ich mich auch. Kommt schon wieder einer rein, hier, sehe ich gerade. Beschäftige ihn. Ich lock den mal alle in das Gebäude hier, dann machen die das nicht kaputt. Obwohl wir ja eh woanders hin wollten. Oh! Beinbruch. Ich höre schon wieder. Sonne. Ja, ich habe ein Problem. Die werden jetzt gleich Party hart mit mir machen. Tut mir leid, für mich ist gerade der Selbsterhalt meines Lebens ein bisschen wichtig geworden. Die halten richtig viel aus. Mhm. Ah! Ich habe gleich keine Muni mehr, wenn es so weitergeht. Alter, das habt ihr noch gar nicht gesehen, Leute, aber in der, vor der Aufnahme lief hier so ein komischer, grüner, fetter Klops rum mit einer Bombe um die Brust. Da habe ich die Bombe angeschossen und einmal ist sie explodiert. Zwei Stück gab es davon. Da ist ein Krater und da ist ein Krater. Du hast den angebumst. Ja. Nee, also echt, wir beide waren baff, wir haben gedacht, was ist das denn? Und dann bumm. Apropos anbumsen, ich muss noch ein paar Pillen nehmen hier. Viel heilen. Bumser, du. Ja, also, ich wusste nicht mal, dass neue Zombies drin sind. Ich auch nicht. Dementsprechend waren wir wirklich sehr überrascht und schockiert. Verwirrt. Wenn der in der Base spawnt, also... Uiui. Ciao, ciao, ja. So, scheinbar sind ja gerade keine in der Nähe, also beziehungsweise sind gerade keine gespawnt. Toll, ich hatte schon Splint dabei. Na egal, ich habe einen als Reserve. Also sorry, ich wollte die Brücke wieder aufbauen. Ich wollte nur einfach zwei Blöcke abbauen, aber... Ja. Hä? Achso, das Badezimmer. Ich dachte so, hey, warum ist eine Toilette in der Küche, aber... Das ist heutzutage so. Spannende Sachen sind ja echt nicht in einem Gebäude. Naja, sollte nur die Nacht überbrücken hier. Bisschen rum. Oh oh. Schnell weg. Wo weg? Was ist? Ah, ah. Gegner. Ich lock die mal hier rein, dann kann ich hier unten wieder raus rein. Oh, ja, bei uns sind 3, 4. Einer bricht gleich durch. Ja? Ja, ich sehe sie von außen. Und ich sehe da welche aus dem Fenster von oben purzeln und zu dir rennen. Zu mir? Nö. Doch, der Fette. Aus dem Haus, wo du rauskamst. Aber jetzt... Da kommt keiner zu mir. Doch. Oh, nein, die rennen zu dem anderen Gebäude. Toll. Gucken wir das mal von hier an. Oh, doch, jetzt kommt einer zu mir. 2. Scheiße. Ha, ha. Ich glaube nur, weil ich gesprungen bin. Obwohl ich ducke mich gerade und bewege mich nicht und die bleiben auf einmal stehen und kommen nicht mehr zu mir. Jetzt rennen sie wieder weg. Die haben deine Schüsse gehört. Ich habe eine Idee. Hier ist der Molly. Du hast Stein zu mir geworfen. Noch ein. Ja, du Feigling da oben. Jetzt ein Sniper, würde ich einen Kopf schießen. Danke für die Steine. Ja, also ich warte mal, bis sie zu dir kommen. Ich sehe sie ja, wie sie da Treppe versuchen hochzukommen.
Hauen die sich gerade gegenseitig? Kann sein. Ich weiß nicht, was sie da machen. Die sind halt schon drin, ne? Gangbang. Die haben irgendwie die ganze Wand komplett weggehauen, so wie es aussieht. Oh, dann ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis hier ein Teil einstürzt. Nee, die sterben da. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, die hauen sich gegenseitig. Ah, guck mal, ich habe hier auf der anderen Seite ein paar Zombies alarmiert. Schön gemacht, toll. Da ist er. Da ist er. Jetzt kommen sie. Das ist ein Bild für die Götter. Ei. Nö. Doch. Guckt, Leute, was er für ein Arschloch ist. Arriba, arriba, andale. Ist das geil. Ich glaube, irgendwas habe ich hier falsch verstanden. Was denn? Ich dachte, wir spielen ja miteinander. Ja, mache ich ja. Ich spiele ja mit dir. Ah, na komm, gehen wir mal zum Onkel Doug. So, aber vorher trinke ich mal einen Schluck Wasser. Ich sage ja zu Wasser. D-A-G. Die sind jetzt alle schön in dieser einen Ecke da drin. Eigentlich müsste man jetzt einen Molly oder eine Granate so reinwerfen. Genau. Hey, fat lady, what are you doing out there? Und da hätten wir es. Tag. Nice. It's morning. Und schau, ich bin weg. Ich lass dich da alleine. Hey, dieses Gebäude, wo die Bären drin waren, das hatte noch einen Balkon. Warst du da drauf? Ja, ich war da drauf. Vorsicht, da liegt noch ein toter Rocker. Also ein untoter. Rocker. Also ist er nicht tot. Naja, er ist tot im Sinne, er lebt nicht mehr, aber es ist ein Untoter. Aber wenn er nicht lebt, warum bewegt er sich dann noch? Weil er untot ist. Aber dann lebt er noch. Nein. He's undead. Guck mal unser neues Haus an. Wir haben uns übrigens umentschieden, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge gesagt hatten, dass wir ein kleineres Gebäude nehmen. Guck mal die neue Immobilie an hier. Kannst du mal bitte auf mich warten? Aua, das tut doch weh, Jung. Leer aus Fass. Oh, ist das ein Kindergarten oder so, oder eine Schule? Geil. Es passt doch, oder wie? Ja, das passt gut zu dir. Ah ja, und zu dir. Was reden die da? Beruflich. Toll, jetzt habe ich Hunger. Erst hat er Durst, jetzt hat er Hunger. Was will er noch? Bist du bereit für 15 Zombies? Nö. Okay. Ich bringe sie trotzdem mal mit. Hallo, Cheerleader. Einmal in die Haxen schießen, macht Spaß. Oh. Huch.
Okay, gehen wir mal auf Nahkampf. Was hast du nur davor? Hey, noch einer? Ich habe schon Kleidung gefunden. Hier, ich kann dir was abgeben. Oh. So, wo bist du? Auch im Gebäude. Boah, hier ist ein Rechner. Gut, wir machen Let's Plays. Ah. Nein. Sag mir, wo du bist, da kann ich dir helfen. Nee, brauchst du nicht. In der Küche. Ihr habt es gehört, er will keine Hilfe. Wo wollte ich eigentlich da hin? Ein Grill. Das ist aber schön. Nice. Den hat man noch nicht, ne? Nope. Ah, hier. Hab's gefunden. Das werfe ich weg. Ich kann jetzt Wildbrät-Eintopf machen. Ich kann Bacon and Eggs machen. Das klingt sehr gut. Ja, ich muss halt leider ein paar Sachen droppen. Nee, sorry. So, DAG, where are you? Ich bin auf dem Dach. Du willst mal wieder hoch hinaus, werter Padawan. So. Du weißt schon, dass du ein Bücherregal übersehen hast? Kann gut sein. Das war jetzt nicht meine Priorität. Ey, Spaß. Es war nur, um dich zu triggern. Doch, Tatsache. Ja, toll. Ein Blatt Papier. Geil. Stürzt. Nein, wir sind hier nicht bei Hirnsturz. So. Wie bist du aufs Dach gekommen? Mit Skill. Seit wann hast du Skill? Schon immer. Du wolltest nur nie wahrhaben.
Ich hab dir schon gesagt, du musst das mit dem Lügen in den Griff bekommen. Siehst du? Willst du es nicht wahrhaben? Oi! Du hast ja schon einiges so. Gelootet. Ich werde jetzt hier. Wollen wir das Gebäude jetzt behalten? Ja, warum nicht? Okay, dann werde ich hier irgendwo jetzt demnächst mal die Schmiede reinbauen, weil das wollte ich schon. Ich glaube, irgendwo im Keller. Da passt sie doch am besten hin. Ich würde, wenn, da lassen, wo wir auch sind. Ja, ich will auch nicht nur einen Teil des Gebäudes erschließen, sondern wenn das ganze Gebäude. Ja, aber ich sag mal so, dann müssen wir auch da das Lager hinmachen. Weil sonst rennst du immer hin und her. Naja, für die Schmiedesachen können wir das Lager ja da hinmachen und für andere Sachen das Lager dann jeweils woanders. Oder wir machen alles so ein bisschen zentral, so beim Aufzug. Dann kann man halt schnell überall hin. Wir können die Wege ja zusammenbauen. So, ich müll erstmal hier alles rein. Damit sie nämlich hier zum Beispiel können wir auch die Spinde und sowas alles nutzen. Und Sachen reinpacken können, na gut. Kein von denen kann man hier benutzen. Auch die Bücherregale zum Beispiel könnten wir benutzen. Hier muss eine neue Tür rein, weil die verschlossen ist. Ich finde doof, dass man die Türen, die verschlossenen, nicht wieder aufmachen kann. Irgendwie aufschließen oder so. Aufbrechen. Ich höre irgendwo einen Zombie. Stell dir mal vor, er hört dich auch. Nervt mich, dass der mich da die ganze Zeit stört hier in meiner Konzentration, der Zombie. Das war Fallen mit Skill. Hier höre ich ihn immer. Da, er haut gegen den Zaun. Ist den Zaun in Ruhe. Du Sau. Ist immer noch nicht genug, oder was? Wird dann leere sein. Okay. Wir könnten ja das den Fahrstuhlschacht als Lager nutzen. Da die ganzen Kisten so reinbauen. Irgendwie sehe ich jetzt sehr schlecht, wie viele Skillpunkte ich habe. Ich glaube, die haben da irgendwas verändert. Ich weiß es nicht. Aber wie hieß diese große Kiste? Lagerkiste? Ja, hölzerne Ablage. Genau, dasselbe. Nägel, ich muss erst die Schmiede bauen. Wo baue ich den? Dann machen wir das hier. Komm, steh ich hier und singe, kommen sie von nah und fern. Und fangen an zu knuspern, so hab ich das ja gern. So, Schmiede kannst du bauen, ne? Hab ich ja schon gebaut, ich hab die ganze Zeit im Inventar. Nein, so wollte ich sie auch gar nicht hinstellen. Nein. So, den Blasebalg da rein und pack den Blasebalg da ein. Hast, ach, ich habe auch schon Metall. Okay, schon einschmelzen. Nägel, ich gerne ein paar haben. Lehm, ist auch noch ein. Okay, ich würde nämlich gleich Lagerkisten bauen wollen. Dann mache das. Ich komme schon mal mit Stuff von der alten Base. Ja, au, bist du gerade in der alten Base oder bist du schon auf dem Rückweg? Ich bin auf dem Rückweg jetzt. Schade, okay. Was brauchst du? Ich hätte Lehm gebraucht. Den kriegst du direkt. Ich laufe zwei, dreimal rüber. Okay, ja, ich komme. Ich laufe auch rüber. Ich muss. Ich kann Stuff loswerden, aber ich will jetzt nicht irgendwo in eine Kiste einfach reinramschen.
Aber du hast schon Kisten gebaut. Nee, ich will Lagerkisten bauen, die großen, aber dafür brauche ich Nägel. Das heißt, ich muss erstmal Lehm und Eisen einschmelzen. Also Eisen bringe ich schon mal. Ja, Eisen schmelze ich auch gerade ein. Ja, Lehm, hast du deine Schaufel nicht im Inventar? Sieht nicht so aus. Ich hab auch Doch. jetzt. Was ist da? Ich habe eine Steinaxt Level 5, falls du Interesse hast. Habe ich auch. Okay. Dann zerlege ich eine. Oder die Endendokrohe vielleicht auch noch eine. Genau. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Endtime Dog. An den Entendock. Was? Ja, an den Entendock. Achso. Wer das auch immer sein mag, aber auch Grüße auch an den Entendog. Keine Ausdauer mehr. Dabei habe ich doch schon ein bisschen auf Ausdauer geskillt, ein Punkt oder so. Kann man einen Baum untergraben, dass der umfällt? Oder bleibt der in der Luft Das stehen? war mal so. Ich weiß nicht, ob es noch klappt. Oh ja. Fällt um. Kannst auch einen Baum erschießen. Nö. Ja gut, macht Schaden halt, ne? Dann schmelzen wir mal Lehm ein. Ich habe Papier und so ein Zeug habe ich in Bücherregal gepackt. Okay. Ja, ich gehe jetzt hoch und pack alles oben rein. Erstmal, okay. Ich werde hier Weil. ich werd hier unten Kisten reinmachen, ne? Für als Lager. Wo genau? Hier in den Fahrstuhlschacht, also in den Fahrstuhl rein. Kannst du schon eine Kiste bauen? Ja, gleich, wenn ich Lehm einschmelze und Nägel gemacht habe, dann ja. Dann warte ich so lange. Kann schon mal 15 machen. Ich brauche 10 für eine Kiste. Okay. Und Holz brauche ich natürlich. Hast du Holz dabei? Sehr gut. Dann kann ich schon mal eine machen. Dauert 10 Sekunden. Bau sie nur hoch genug, dass kein Zombie dran schlagen kann. Ich baue hier alles voll. Die interessieren sich doch nicht für die Kisten. Ich hoffe, dass die. Naja, okay. Die hier, nee, das geht nicht. Das ist ja doch. Doch, das geht doch. Hä? Kleine Sekunde. Ging das? So will ich die auch nicht bauen. Da mache ich so. Ach komm, wir bauen erstmal hier irgendwo einen hin. Soll auch nicht scheiße aussehen, deswegen brauche ich gerade so lange. Darf ich den Vorschlag machen? Platze hier oben über dem Blau, über dem blauen Also Streifen. ich habe jetzt hier. Dann mache ich drei nebeneinander und dann kann man da Sachen reinpacken und dann baue ich das hier drin aus. Ich packe ja auch mal Einschmelzressourcen da rein. Sehr gut. Beziehungsweise ich gehe auch mal hier ran. Warte, eine Sekunde. Ein bisschen Holz reinpacken. So. So, wo geht's hier nach oben? Geht auch nicht.
Okay, vielleicht ist das doch doof hier mit dem Lager im Fahrstuhl, weil dann müsste ich erst den ganzen Fahrstuhl abreißen. Weil das halt so blöd ist mit den Hitboxen. Machen wir es hier draußen. Ist auch mehr Platz. Okay. Guck ich, was du hier reingepackt hast. So, Campfire ist um Dach, ne? Okay, alles klar. Da ist auch schon ein Topf und ein Grill darin. Ich höre hier. Entweder bist du das oder ist es ein Zombie? Mm-mm. Zombie. Ich sehe auch, wo. Vorne? Haupteingang oder wo? Wo geht's hier nochmal runter da? Ja, hier. Ich sehe ihn schon. Weil das kaputt hat, ist er tot. Ich habe ihn harponiert. Und das hier so lassen, sieht doch ganz nice aus. Dann müssen wir es nicht kaputt machen. Machen wir hier eine Tür rein? Können wir. Vielleicht besser, ne? Oh, guck mal die Zeit. Es ist Zeit für auf die Zeit zu gucken. Ja. Willst du das damit sagen? Genau das. Willst du irgendetwas damit andeuten? Nö. Du? Nein, eigentlich nicht. Gut, ich hatte dann vor, heute mal eine extra lange Folge zu machen von 2 Stunden. Alles klar. Meine Lieben, wir sind wirklich am Ende einer Folge angelangt. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Es war schon mal amüsant, ja, zu sehen, dass dieser Mechanismus mit den Steinen noch funktioniert. Und ja, wir sind jetzt dabei, uns ein neues Domizil einzurichten. Und ja, ich laufe ein paar Mal hin und her, Duck bestimmt auch, und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Einrichten mit Duck. Tschüss. Tschüss.